einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier bei Morgentau aus dem Gossenforum Live. Und so schön, dass ihr dabei seid am Livestream und natürlich auch hier in der Halle überall. So schön, dass ihr gekommen seid. Und danke euch beiden. Das ist so eine besondere Atmosphäre des Heiligen Geistes. Eine wunderbare Präsenz Gottes hier. Und ich freue mich, dass wir wieder alle zusammen sind, auch zu unserem Thema Transformers. Und wir studieren zusammen Menschen, die die Welt oder ihre Familie oder ihr Land ein Stück weit verändert haben. Und heute Morgen geht es um einen ganz besonderen Mann, jemanden, der die ganze Welt geprägt hat, die ganze Welt inspiriert hat bis heute und von Millionen und Milliarden von Menschen bewundert wird über das, was in seinem Leben an Besonderem gewesen ist. Unser Name ist Salomo und viele von euch haben von ihm schon gehört und von seiner Weisheit, die von allen Menschen, musst du dir mal vorstellen, ja, das steht in der Bibel, ja, alle Menschen der Erde, alle Könige wollten diese Weisheit kennenlernen, weil sie so besonders war und weil sie von Gott kam. Schauen wir uns mal ganz kurz ein paar einleitende Dinge von ihm an. Salomo war ja der berühmte Sohn von David und Bathseba, von den beiden, die ja ein anderes Kind hatten, das dann gestorben ist, weil es aus einem nicht so gottgewollten Zustand heraus entstanden ist und dadurch etwas in das Leben von David gekommen ist und auch seiner zukünftigen Frau dann, Bathseba, was eben nicht so segensreich gewesen ist. Und dann gab es ein zweites Kind und das war der Salomo und der Name sagt schon, das ist ein Mann, der Friede bringen sollte oder der Friedfertige oder Friedensreiche. Und Salomo kann auch, wenn man verschiedene andere Wurzeln anschaut, aus denen dieser Name gebildet ist, sowas heißen wie ein, der nach dem anderen kommt, der ihn ersetzt, der ihn, auf Deutsch würde man sagen, replaced, ja, der ihm einen Ersatzplatz gibt. Und irgendwo möchte ich dir heute Morgen etwas sagen. Jeder von uns ist ja berufen, Transformation zu bringen. Und Transformation hat immer etwas zu tun, damit, dass jeder seinen Platz findet und dass er Friede von Gott bringt. Denn Gott ist der Friede für selber, die Quelle alles Friedens. Und der Friede beginnt nicht irgendwo da draußen in dieser Welt, wo wir da hoffen, dass da irgendwo Krieg aufhört, sondern Friede beginnt in deinem Herzen. Wenn der Friede fürst, wenn Jesus in deinem Herzen Raum bekommt. Und wir werden später sehen, ja, dass ganz vieles von dem, was im Leben von Salomo passiert ist, auch typologisch, ja, schattenhaft hinweist auf Jesus, auf das tausendjährige Reich und verschiedene Dinge des Friedens, was Gott für uns hier auf der Erde bestimmt hat. Salomo lebte von 971 bis 931 nach Christus als König, wo er dann natürlich auch schon etwa 20 Jahre gelebt und er war 40 Jahre der Oberste, der König über das vereinte Königreich von Israel und leider auch der Letzte von dem vereinten Königreich, weil danach ging es richtig zur Sache, darüber sprechen wir auch gleich noch ein bisschen. Und dann ist natürlich etwas Besonderes an diesem großen König, der voll beschenkt war mit der Weisheit Gottes, der hat ganz viele Inputs auch in der Bibel gebracht. Ja, er hat zum Beispiel das Buch der Sprüche geht auf ihn zurück. Man sagt, er hat die ganzen Sprüche gesammelt, die Sprichwörter, das war sein Hobby, ja, das liebte er. Er selber in 1. Könige 3 lesen wir das, hat mehr als 3000 Sprüche gesammelt und 1005 Lieder geschrieben. Das musste er erstmal schaffen, ja? 1500 Lieder zu schreiben. Also auch ein Komponist, war unglaublich kreativ, ein Erfinder, ein Strukturbringer, einer, der unglaublich viel mit der Weisheit Gottes, die ihm Gott geschenkt hat, angefangen hat. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass das, was Gott dir an Gabe geschenkt hat und was er dir gegeben hat an Fähigkeiten und an kreativen Möglichkeiten, dass du das auch anwendest, dass du nicht liegen lässt. Ja? Ich glaube, heute Morgen will Gott dich herausfordern, all das Potenzial, was er in dich reingelegt hat, auch zu nutzen, weil Gott hat es dir nicht umsonst gegeben.
Und dann noch was zu dieser Weisheit vom Salomo. Ich habe gesagt, Mensch, ja, so ein bisschen mehr von Weisheit könnte ich auch noch gebrauchen. Und dann kam mir, wie das Neue Testament uns geradezu auffordert, um diese Weisheit zu beten, die Gott uns gibt. Ja, Jakobusbrief sagt uns zum Beispiel, wenn dir Weisheit mangelt, wenn es dir so geht wie mir, dann bitte er Gott darum. Wir sollen dabei auch nicht zweifeln, nicht in Zweifel ziehen, sondern Gott wird uns das gerne geben und wir sollen im Glauben bitten und diese Weisheit empfangen. Und Weisheit heißt ja so viel wie Wissen, dass wir klug und gemäß dem Willen Gottes anwenden. Ja, man kann viel Wissen haben, aber manchmal wendet man es falsch an. Und Weisheit ist etwas, was so ein bisschen die Zwillingsschwester von Klugheit, was wir im Sinne Gottes charismatisch mit Wissen vom Himmel in der rechten Art und Weise anwenden und umsetzen. Und davon können wir alle noch viel, viel mehr gebrauchen. Und die Bibel sagt, wir dürfen, wir sollen sogar darum bitten. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Knackpunkte aus diesem Transformerleben von Salomo an, das die ganze Erde beeindruckt hat. Also zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass Salomo von seinem Vater erwählt und bestimmt war als König und als einer, der sein Nachfolger und sein Repräsentant hier auf der Erde sein soll. Und da dachte ich mir, Mensch, so wie David Salomo kurz vor seinem Sohn Tod gesagt hat, der soll mir nachfolgen, ja, der soll mein König sein auf meinem Thron, der soll den Tempel bauen. Ja. Genauso hat Gott der Vater im Himmel dich erwählt und dich bestimmt, ein königliches, priesterliches Leben hier auf der Erde zu führen. Du bist erwählt und bestimmt von deinem himmlischen Vater. Und du sollst mithelfen, den Tempel Gottes hier auf der Erde zu bauen, seine Kirche zu bauen. Du bist genauso bestimmt. Und dazu will Gott dir auch seine Weisheit geben, genau wie er sie dem Salomo gegeben hat. Sein prophetischer Name, der Friedliche oder Friedensstifter, erinnert uns so stark an das, was Jesus in den Seligpreisungen gesagt hat. Er sagt, glückselig sind die Friedensstifter, die Frieden bringen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das ist das Kennzeichen aller Söhne, und ich sage mal auch Töchter Gottes, ja, dass sie Frieden bringen vom Friedefürst Jesus Christus. Ich habe schon erwähnt, dass das Leben von Salomo voller Hinweise auf Jesus ist. Wenn du mal das studierst, ja, du findest keinen Anfang und kein Ende, so viel es ist. Von Anfang bis zum Ende. Er deutet ja hin auf das große tausendjährige Friedensreich, was dann irgendwann mal kommen wird in der Zukunft. Nachdem der Messias, der Sohn Davids gekommen ist, kommt das Friedensreich. Ja, ganz viele schattenhafte Hinweise auch auf das, was kommen wird. Er heiratet zum Beispiel die Tochter vom Pharao in Ägypten. Ja, das ist etwas, was passieren wird, was auch uns bevorsteht, das Hochzeitslamm des Mahl des Lammes, ja, wo wir Hochzeit feiern mit Jesus und wo er aus den Nationen, ja, eine Braut sich sammelt und mit seinem Volk Israel zusammen. Oder denkt dran, der Hinweis, wie auf diesem Eselchen da eingerissen, erritten wird, ganz viele Dinge, wie der Tempelbau, allein nur der Tempelbau durch Salomo hat so viele typologische Hinweise auf das, was auch für seine Braut, für seine Gemeinde, für seine Kirche entscheidend ist, heute in dieser Zeit. Jetzt kommen wir mal zum Wichtigsten im Leben von David, zum Allerwichtigsten, vor allem in seinen ersten Jahren. Und das ist, was mein Herz am meisten berührt, am allermeisten in seinem Leben. Die Bibel sagt es in einem winzigen Nebensatz und es ist das Zentrale unseres Lebens. Manchmal ist ein kleiner Satz, sagt mehr als tausende von Worten. Und die Bibel sagt, und Salomo liebte Gott. Das war, was sein Herz ausgemacht hat. Und er baute einen Altar und brachte ihm 1000 Brandopfer. Das heißt, er hat mehr als alle anderen Gott seine Ehrerbietung, seine Anbetung, seine Hingabe gebracht. Er liebte Gott. Und ich möchte dir etwas heute Morgen sagen und mir immer wieder neu sagen, das ist die zentrale Bestimmung deines und meines Lebens. Dazu bist du geschaffen von Gott und dazu bin ich geschaffen von Gott, dass wir ihn lieben,
dass wir Gott lieb haben, von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit all unserer Energie, mit all unserer Kraft, mit all unserer Seele, mit unseren Gefühlen und Emotionen, dass wir ihn lieben und unseren Nächsten natürlich auch, wie uns selbst. Das ist deine Bestimmung. Und diese Bestimmung hat Salomo ebenfalls in großen Teilen seines Lebens gefunden. Und er hat diese Liebe zum Ausdruck gebracht. Und jetzt pass mal auf, das ist mir so wichtig geworden, auch heute Morgen. Liebe ist nicht irgendwie so was Komisches, Platonisches, Theoretisches, sondern Liebe braucht Worte, braucht Taten, braucht fassbare Dinge, braucht Ausdrucksweisen. Auch in dieser Welt, ja, wenn du deiner Frau nicht sagst, dass du sie liebst, wenn du ihr nicht zeigst, dass du sie liebst und deinem Mann und deinen Kindern, dann ist all deine Liebe eigentlich gar nichts wert. Und pass mal auf, genauso ist es bei Gott. Wir müssen Wege finden, Gott unsere Liebe zu zeigen. Und der größte Ausdruck, Gott unsere Liebe zu zeigen, ist Anbetung, ist Worship. Wo wir ihn besingen und ihn groß machen, wo wir mit unseren Worten, mit unserem Herzen, mit unseren Emotionen, mit unseren Händen und Füßen, mit unserem Tanzen, wo wir ihm zeigen, du bist mir das Wichtigste im ganzen Leben. Du bist die Nummer eins. Mein Herz schlägt für dich. Und das ist eine Antwort. Das ist nicht mein Tun, mein Wirken, meine Leistung. Es ist eine Antwort auf deine Liebe zu mir. Und ihr Lieben, dazu sind wir geschaffen. Das ist das Großartigste auf der ganzen Welt, was du überhaupt erfahren kannst. Deine Liebe zwischen dir und Gott, dem Vater, zwischen dir und Jesus, zwischen dir und dem Heiligen Geist. Dazu bist du bestimmt, berufen und geschaffen. Und Salomo hat diese Berufung ergriffen. Ja, er liebte Gott von seinem ganzen Herzen und er brachte mehr Brandopfer. Er hat mehr rausgelassen, ja, an Möglichkeiten als alle anderen. Zwei spektakuläre Dinge möchte ich erwähnen, die irgendwie auch damit zu tun haben. In seinem Leben werden uns zwei Erscheinungen vom Herrn, zwei Erscheinungen Gottes berichtet. Und die erste Erscheinung, die folgte direkt auf diese Anbetung, auf, wo er dem Gott, dem Vater im Himmel, ein Altar baute, opferte, ihm seine Liebe zeigte und die direkte Antwort auf seine Anbetung war, die Erscheinung des Herrn in Gibeon. Und es war nachts, er schlief und im Traum erschien ihm der Herr. Und ich weiß nicht, wie mir Gott so immer erscheint. Meistens ist es nicht im Traum, meistens ist es nicht in der Nacht. Aber es ist in meinem Herzen, es ist, wenn ich mich mit seinem Wort beschäftige, mit seinen Gefühlen beschäftige, mit seinen Gedanken über mir und über dir und über dieser Welt. Gott hat gute Gedanken über dieser Welt. Seine Güte ist heute Morgen neu da. In der Weise, wo ich über ihn meditiere und nachdenke, kommt seine Offenbarung und Präsenz in mein Leben rein. Er möchte auch dir erscheinen. Er möchte dir begegnen an jedem Tag durch ganz viele Dinge, auch durch andere Menschen, durch verschiedene Umstände, die er schenkt. Er möchte dir begegnen, vor allem durch sein Wort. Heute Morgen schon beim Morgentau, ja, hier, wenn wir uns den Transformer Salomo angucken, ja, er möchte dir begegnen und dir sagen, du, ich habe dich lieb, du bist mir wichtig, du bist mein Sohn, meine Tochter, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Es ist ihm wichtig, das auszudrücken. Deswegen drück auch du deine Liebe zu ihm aus und dann hast du Erscheinungen, Begegnungen, Erfahrungen mit Gott. Und was sagt ihm Gott? Das ist so berührend, weil ich habe da etwas entdeckt vom Charakter und Wesen Gottes, was für dich und für mich so wichtig ist. Gott sagt ihm im Traum, in der Nacht, in Gibeon, und sagt, bitte doch, Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Überleg dir mal, was du dir wünschst. Überleg dir mal, was dir wichtig ist, was ich dir geben soll. Und meine Frage an mich selber, an dich heute Morgen, ist die, was würdest denn du dem Herrn antworten? Wenn er jetzt so käme, vielleicht sichtbar dir erscheinen würde und sagen, na Walter, ja, Walter, was soll ich dir denn geben? Helmut, Petra, was soll ich dir geben? Andi, was soll ich dir geben? Du bist mein geliebter Sohn. Was soll ich dir geben? Ufuk, hey, was möchtest du, dass ich dir gebe? Und natürlich Christin und Tim, was soll ich dir geben? Ich habe so viel zu geben, aber was wünschst du dir? Was soll ich dir geben? Und dann lesen wir, dass Salomo
eine Antwort hatte. Und er hat, interessanterweise betont das die Bibel ganz stark, er hat Gott eben um bestimmte Dinge nicht gebeten. Zum Beispiel nicht um Reichtum und nicht um langes Leben und nicht darum, dass seine Feinde alle niedergemetzelt werden und er keine Feinde mehr hat, sondern er hat Folgendes geantwortet. Herr, so gib doch mir ein gehorsames oder vielleicht noch schöner ausgedrückt, ein hörendes Herz, das Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, dass ich das richtig mache. Das Volk ist so groß und ich bin noch so jung. Salomos Königsherrschaft begann vielleicht mit etwa 20 Jahren. Und ich brauche einfach da Gnade, ich brauche deine Hilfe. Das, was wir alle auch brauchen, ja? Wir brauchen Gottes Gnade, seine Intervention in unseren Alltag. Und genau darum hat der Salomo gebeten. Er sagt, gib mir, dass ich höre, dass ich verstehe und Weisheit habe und es umsetzen kann und dein Volk richtig regieren und richten kann und Recht sprechen kann. Und das gefällt Gott. Er sagt, richtig, du spürst, wie Gott sich freut über diese Antwort. Er sagt, Salomo, das ist der Hammer, was du da geantwortet hast. Das ist genau das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Dass du darum bittest, dass es hier auf der Erde gut läuft, so wie ich es mir wünsche. Ein hörendes Herz heißt ja ein abhängiges Herz. Dass ich mich abhängig mache von Gott. Wir nennen das bei uns im Gospelforum eine WWWGW-Kultur. Ja, das muss ich kurz erklären. WWWGW heißt, wir wollen, was Gott will, Kultur. Genau darum hat Salomo gebetet. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ja? Er sagt, ich will, dass das passiert in meinem Leben und durch mich, was du willst. Und wir wollen, was Gott will. Das ist genau die gleiche Kultur. Und das liebt der Herr. Und er sagt, Salomo, das gefällt mir so hammermäßig. Ja, so mega, würde man heute sagen. Du kriegst das alles. Ich werde dich überschütten mit Weisheit. Ich will dir das geben, wirklich geben. Und ich gebe dir noch was obendrauf. Ja? Ich gebe dir ein Surplus. Ich gebe dir Reichtum. Und ich gebe dir natürlich die Feinde, die werden keine Chance haben. Das war tatsächlich auch so. Es war wirklich ein großes Friedensreich unter Salomo. Und ich gebe dir auch all das, was du sonst nicht gebeten hast. Und Einfluss. Und auf der ganzen Erde wird deine Weisheit sichtbar werden. Und das ist dann passiert. Und jetzt kommt in der Bibel dann als nächstes, die Geschichte kennen wir so gut, die ist ja weltweit bekannt geworden. Ne? Weltweit. Diese Geschichte von den beiden Prostituierten. Die erste große, spektakuläre Demonstration übernatürlicher, gottinspirierter Weisheit. Und da kommen diese beiden Prostituierten vor den Thron des Salomo. Und er soll Recht sprechen. Er soll richten, was da los ist. Und was war passiert? Die beiden hatten beide ein Baby bekommen. Sie wohnten im gleichen Haus. Die eine ein bisschen vorher das Baby bekommen, die andere ein bisschen später. Und jetzt ist in einer der Nächte, als beide Babys geboren waren, etwas sehr Dramatisches passiert. Die eine Mama, die hat sich auf die andere Seite gewälzt in ihrem Bett und das Kind kam unter den Körper der Mama und ist erdrückt worden und erstickt. Und als die Mama in der Nacht aufwacht, sieht sie, ihr Kind ist tot. Und nebenan, die andere Mama hatte ihr neugeborenes Baby auch und das Kind lebte. Und als sie aufgestanden hat, ihr totes Kind genommen und in das Bett der anderen Mama gelegt und das lebendige Baby von der anderen Mama zu sich ins Bett geholt. Am nächsten Morgen wacht die andere Mama auf und sieht, ihr Kind ist tot und kriegt einen Schock. Und als sie sich von dem Schock erholt und das Kind anschaut, dann sieht sie, das ist nicht mein Baby. Und ich weiß ganz genau, was in der Mama los war. Weil eine Mutter erkennt ihr Kind. Eine Mutter weiß, das ist meins. Das ist einfach, das ist sowas Übernatürliches. Jede Mama wird jetzt wissen, wovon ich rede. Sie sagt, das ist nicht mein Baby. Mein, dann geht sie rüber und sie sieht das Baby, was jetzt im Bett von der anderen liegt, sagt, das ist meins. Und dann kriegen die beiden Prostituierten sich in die Haare und streiten sich. Und so kommen sie vor den König Salomo.
Und dann kommt diese Weisheit Gottes. Die kommt richtig über ihn, du spürst es, wie übernatürlich, plötzlich wie raffiniert, wie durchdacht, wie übernatürlich mit göttlicher Inspiration David folgende Worte sagt, bringt mir ein Schwert. Ich werde jetzt Folgendes tun, ich werde dieses lebendige Kind zerteilen. Und die eine Hälfte kriegt die eine Mama und die andere Hälfte kriegt die andere Mama. Ist das okay für euch beiden Mamas? Und die eine, deren Kind es nicht ist, die sagt, ja, kannst ruhig, zack, und jeder kriegt die Hälfte. Die andere sagt, nein, never ever, niemals darf dieses Baby getötet werden, weil es ist meins, es soll leben, wie jede andere Mama das auch gesagt hätte. Lieber kriegt das Baby die andere Frau, als dass es getötet wird. In dem Augenblick wusste Salomo, das Baby gehört dieser Mama, die um das Leben ihres Kindes gekämpft hat. Und schau, diese Weisheit, in dieses spektakuläre Beispiel, das ist nicht nur heute in christlichen und jüdischen Kreisen bekannt, sondern auf der ganzen Welt kennt man dieses Beispiel, weil es von so unglaublicher Weisheit und Klugheit zeugt. Und diese Weisheit kam von Gott. Und das ist ja nur eine exemplarische Geschichte von tausend, was damals passiert ist. Und die Bibel sagt uns, musst mal im ersten Königebuch nachlesen, ja, im ersten Königebuch, Kapitel 1 bis 11 steht die Geschichte von Salomo und im zweiten Chroniker 1 bis 9. Und da lesen wir doch tatsächlich, dass die ganze Welt, alle Menschen nach Jerusalem kamen, um die Weisheit Salomos zu lernen, zu hören, zu sehen, zu studieren. Und unter ihnen war eine Frau, die Königin von Saba. Eine Königin aus dem südlichen Teil oder mittleren Teil Afrikas und unglaublich reich, das siehst du an den Gütern, die sie mitbracht, sie bringt da Geschenke mit. Mein lieber Mann, davon könnte ich mein ganzes Leben halb Deutschland ernähren, sage ich mal so. Und sie kam, um eines zu tun, die Weisheit Salomos zu sehen und zu hören. Und ich betone das nochmal, das war nicht eine menschliche Weisheit, das war eine Gabe von Gott, ein Geschenk von Gott. Und ich möchte dir etwas sagen, ja, das Buch der Sprüche sagt, deine Gabe, dein Charisma, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, führt dich vor Könige. Sogar Könige werden vor Könige geführt, aufgrund der Gabe, die ein König hat. Deine von Gott geschenkte Gabe führt dich vor hochgestellte Persönlichkeiten. Ich glaube, dass das hier auch passiert. Überall auf der ganzen Welt sehe ich das, von vielen Beispielen, auch von vielen Kollegen, wo ich das mitkriege, ja, wo die Gabe, die Gott ihnen geschenkt hat, oder ganz einfachen Menschen, wir haben jetzt vom Philipp Mickenbecker gehört, ja, diese Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, hat ihm einen Einfluss gegeben bei unfassbar vielen Millionen Menschen, bis rein in die Medienwelt, wie es keiner von uns je hat vielleicht. Und diese Gabe ist etwas Kostbares, etwas unglaublich Wertvolles, das sehen wir hier. Menschen kommen von tausende Kilometer, investieren Millionen von Euro, um etwas von Gott zu bekommen. Und wir unterschätzen oft das, was Gott uns als Charisma, an Gabe gegeben hat. Vielleicht hast du die Gabe der Gastfreundschaft, vielleicht bist du wie die Tabitha, die gut nähen kann und andere versorgt, sich um die Armen kümmert, um die Kinder kümmert. Und manchmal unterschätzen wir das, aber ich sag dir, es ist Gottes Hand, die auf dir ist. Es ist sein Geschenk, was er in dich reingelegt hat. Und dieses Charisma will er benutzen, um viele andere zu segnen. Und Könige werden kommen, sagen, hey, das brauche ich auch in meinem Leben. Diesen Frieden, diese Liebe, diese Sanftmut, die diese Leute ausstrahlen. Diese Kirche hier, das ist, was wir brauchen. Ihr Lieben, die Zeit ist da. It's revival time. Die Zeit, wo das Leben zu Menschen kommt. Kann jemand Amen sagen hier? It's revival time. Zeit, wo das Leben von Gott wieder zurückkommt auf die Erde. Revivere, wo das Leben zurückkommt zu den Menschen, die im Tod, im geistlichen Tod oft leben. Und so kommt die Königin von Saba und sie, ich habe das mir nochmal genauer angeschaut, die Exzellenz, mit der Salomo durch die Weisheit Gottes alles getan hat. Der Reichtum, der Prunk, die Weisheit. Und dann heißt es im Neuen Testament,
als Jesus von der Königin von Saba erzählt, die zu Salomo kam. Und hier ist einer, der ist größer als Salomo. Und sein Name ist Jesus Christus. Ihr Lieben, Salomo ist nur ein Bild auf Jesus. Auf seine Exzellenz, auf seine Größe, auf seine Weisheit, auf seinen Reichtum. Hey, Jesus hat viel, viel mehr, als wir alle brauchen. Er hat mehr als genug. Er ist El Shaddai, der Allmächtige. Der, der mehr hat als genug. Und er ist für dich da. Vergiss das niemals. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig für dich. Die Bibel sagt, Menschen aus allen Völkern kamen, um diese Weisheit Salomos zu hören. Und dann passiert vielleicht die Krönung seines Lebens. Das Wichtigste auch für das Volk Israel überhaupt. Dass Jahrhunderte und Jahrtausende bis heute ja irgendwo im Hinterkopf, ja bis heute Bedeutung hat. Er baute den Tempel Gottes in Jerusalem. 7 lange Jahre mit den kostbarsten Steinen, die einzeln behauen waren, mit Zehntausenden von Arbeitern, mit Millionen von Euro Investment baut er das Haus Gottes in Jerusalem. Und das ist das Haus, wo wir in dem Psalmen lesen, wo die Leute hingeströmt sind, wo sie jubelten, komm, lass uns zum Haus gehen. Lass uns zum Tempel Gottes gehen. Und ihr Lieben, ich möchte uns etwas sagen. Heute ist dieses Haus, der Tempel Gottes ist seine Gemeinde. Das Fundament der Wahrheit, hier mitten in dieser Welt. Mir ist so, als wenn Gott zu dir und zu mir sagt, wie er damals dem Salomo, auch schon durch David, sein Papa, einen Auftrag gegeben hat, lass uns das Haus Gottes bauen, aber nicht aus Stein und Glas und Beton. Lass uns seine Kirche bauen. Lass uns den Tempel Gottes bauen in allen Nationen und Völkern, in jeder Stadt Deutschlands, in jedem Dorf. Lass uns das bauen, wozu Gott uns berufen hat. Und ich spüre so stark ein Mandat von Gott, auf uns einfachen, schwachen Leuten. Aber wenn seine Weisheit, wenn sein Charisma zu uns kommt, ihr Lieben, dann sind wir fähig, Dinge zu tun, die wir sonst nie in der Lage wären, umzusetzen. Und dann wird dieser Tempel eingeweiht nach 7 Jahren. Ich muss das ein bisschen abkürzen aufgrund der Zeit. Und dann spricht der Salomo dieses gewaltige Segensgebet, das du nachlesen kannst, ja, mit all den Segnungen, aber auch den Flüchen, wenn das Volk Gottes nicht auf ihn hört. Und dann passiert es ja bei der Einweihung des Tempels. Es ist so spektakulär, das musst du mal lesen, ja, wie das Feuer kommt und das, die Brandopfer verzehren und die Herrlichkeit Gottes, die Shekinah, die Wolke Gottes in den Tempel reinkommt. Und die Priester waren nicht mehr in der Lage, ihren Dienst zu tun. Manche Übersetzungen sagen, sie fielen unter der Kraft Gottes zu Boden. So war seine Präsenz da. Ich weiß noch, wie das war 1986, als wir hier den Durchbruch hatten im Gospelforum, zum ersten Mal in einer Weise. Und wir hatten Gottesdienste, lag die ganze Versammlung auf dem Boden. So war die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes da. So etwas gibt es auch heute noch. Und ich möchte uns so ermutigen, dass wir Hand anlegen und den Tempel bauen. Und Gott wird mit Feuer antworten und seine Herrlichkeit wird einziehen in das, was gebaut ist im Namen des Herrn. Ich schließe mal. Sein extremer Reichtum, sein Einfluss. Eine riesige Flotte hatte er, wo Gold von den Enden der Erde hergeholt wurde. Silber, Frieden, Wohlergehen. Seine gigantischen Bauten, ja nicht nur der Tempel, sondern auch sein Palast und das Haus für die Königin oder besser gesagt für die Tochter vom Pharao, seine Frau. Alles, was er dort an Reiterstallungen, an Gehöften gebaut hat, unfassbar. Und ein Beamtenapparat aufgebaut, Minister eingesetzt, Vögte, du musst das mal lesen, also unglaublich, was er mit der Weisheit Gottes alles zustande gekriegt hat. Ich kann aber nicht enden seine Geschichte, ohne am Ende noch zu erwähnen, dass Salomo ein schwieriges Ende hatte. Für mich ganz arg schwierig, weil gesagt, Mensch, du hast so gut begonnen. Er liebte auch Frauen. Und zwar viele Frauen. Wahnsinnig viele Frauen. Die Bibel sagt, das ist genau die Zahlen. Ja? Er hatte 700 und dann nochmal 300 extra aus verschiedenen Ständen, moabitische und ammonitische und andere itische Frauen. Ja, also er hat ein riesiges Harem sich da angelegt und hatte also mit diesen Frauen Sex ohne Ende.
Und da ist etwas reingekommen, ihr Lieben. Und das sollten wir nicht unterschätzen für unsere Zeit. Du solltest es nicht unterschätzen für dein Leben. Ich sollte es nicht unterschätzen für mein Leben. Es gibt Versuchungen, die dazu ausgeschickt sind vom Feind, dich von dem wegzubringen, was Gott an Bestimmung für dein Leben hat. Und manchmal sagt der Teufel, ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Ja, alles nicht so schlimm, so ein bisschen Sex mit den Frauen. Hat ja jeder König auf der Welt, der hat sein Harem und so. So war das damals, es war üblich, war nicht außergewöhnlich. Aber diese Frauen waren dämonisch inspiriert. Sie haben Götzen angebetet. Sie haben dem Satan gehuldigt. Und wenn du Kompromisse machst mit der finsteren Welt, wenn du dich dem Unreinen öffnest, dann kann all das Gute, was Gott geschenkt hat, an Charisma, an Gabe, an Weisheit, das kann nicht weiter Fortbestand haben in der Zukunft. Es kommt zu einem Ende und so wurde das Reich Israel, dieses herrliche, eine große, mit riesigen Ausdehnungen bis zum Euphrat, bis nach Ägypten, bis von Gaza bis rüber auf die andere Seite. Es wurde geteilt, gespalten. Ja, die Einheit ging verloren, das Gute, was Gott getan hat. Und ich möchte das kurz erwähnen, weil mir das so wichtig ist und auch mit der Furcht Gottes zu tun hat. Alle Charismen Gottes werden nur in der Fülle freigesetzt bleiben, auch zukunftsträchtig sein, wenn wir in dem bleiben, was Gott uns gesagt hat. Und so rufe ich uns heute Morgen zum Abschluss auch unserer kurzen Transformer-Lehre. Ich rufe uns alle auf zur Reinheit, dass du mit deiner Sexualität richtig umgehst. Ich möchte dich aufrufen, dass du dich von jeder okkulten, dämonischen, götzenhaften Sache fernhältst, dass du Götzen, komische Figuren und Statuen aus deinem Zimmer, aus deinem Haus rausschmeißt, orientalische Wandteppiche mit irgendwelchen Fruchtbarkeitsgöttern raus, das hat nichts in unseren Wohnungen zu tun. Und dass dort an der Stelle der Herr des Himmels und der Erde angebetet wird. Und Gottes Gnade und Weisheit und seine Charismen werden zur vollen Blüte kommen, bis in die Zukunft deines Lebens. Und jetzt wollen wir zusammen beten. Und Herr, du hast uns den Salomo so vor Augen gemalt, weil du hast uns beschenkt. Mit unglaublich vielen Gaben und Talenten. Und ich bete, dass heute Morgen all die Gaben und Talente voll zur Blüte kommen. Ich bete, dass du dein Volk, dass du deine Kirche, dein Haus, dein Tempel schön machst. Ich bete, Herr, dass du mit der Wolke der Herrlichkeit, mit deiner Schekina, mit der Präsenz des Heiligen Geistes in ganz Deutschland, in jede Kirche Einzug hältst. Wir bitten, dass die Bollwerke der Finsternis niedergerissen werden, dass Götzen raus katapultiert werden, falsche Götter, die angebetet wurden, keinen Raum mehr bekommen, sondern du geliebt wirst, Herr. Du angebetest, du verehrt wirst, dir Ehre und Ruhm und Macht und Stärke dargebracht. Wir ehren dich heute Morgen, Jesus, das Lamm Gottes auf dem Thron. Wir sagen dir alle zusammen, wir lieben dich. Mehr als alles sonst auf dieser Welt lieben wir dich. Wir beten auch, dass du uns beschützt. Herr, dass wir nicht in die Fallen der Finsternis reinfallen, wie Salomo. Wir beten, Herr, dass du uns bewahrst, rette uns vor der Versuchung, reiß uns raus, bewahre uns vor dem Bösen, denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. In alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an. Jetzt deine Heiligkeit auf unsere ganze Nation. Wir rufen deine Besonderheit,
deine wunderbare Präsenz auf unser ganzes Land, auf Deutschland, auf die Schweiz, auf Österreich. Wir rufen sie hinein in unsere Häuser, in die Schulen, in die Betriebe. Wir sagen, wir begehren deine Heiligkeit. Und wir sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth, der Herr der Herrscher. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Wir ehren dich heute Morgen. Und wir sagen, du alleine bist der Geber aller guten Gaben. Du bist der Schenker. Du bist es, der uns die Weisheit des Himmels gibt. Heute Morgen bitten wir für uns alle, Herr, um neue, frische Weisheit von dir. Zu unserer Familie, in unserem persönlichen Leben, zu unserer Arbeitsstelle und Schule, in unseren Betrieben, wo immer du uns gebrauchst, im Urlaub, wo immer wir gerade sind, dass wir beschenkt mit deiner Weisheit zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge in der richtigen Art und Weise mit deiner göttlichen Inspiration tun. Wir lieben dich. Wir lieben dich dafür, Vater. There is no one like you. Jedes Haus hindurchkommst und hindurch wehst, Heiliger Geist, hier in unserem Land. Wir rufen deine Revival Time aus, deine Zeit, wo das Leben von Gott wieder zu den Menschen kommt. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute, wenn wir deine Stimme hören, verschließen wir hier in Deutschland unsere Herzen nicht. Wir segnen eine Kirche, dass sie ihren Platz einnimmt. Eine Stimme der Braut zu dem Bräutigam. Wir segnen unser Land mit deiner Herrlichkeit. Wir segnen unser Land mit Heilung von dir. Und wir beten, dass die Bollwerke der Finsternis in der ganzen Nation zerbrochen werden. Die Bollwerke des Humanismus, des Atheismus, des Rationalismus zerschlagen werden in dem Namen Jesus. Und dein Reich komme. Und dein Wille geschehe wie im Himmel, so hier auf der Erde. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Jesus, wir heißen dich willkommen als König, als Retter der ganzen Nation, als Messias, heute an diesem Morgen. Und wir sagen Ja zu dir. Ja zu dir in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Heute Morgen segnen wir unsere Regierenden in Berlin, auch jetzt in dieser Urlaubszeit, die überall beginnt. Herr, wir segnen jeden Einzelnen unserer Politiker, auch die Wahlen, die in wenigen Wochen stattfinden. Und wir sagen, komm, Heiliger Geist, und bring den Willen des Vaters hier in unsere Nation. Füll du das ganze Land mit Feuer des Heiligen Geistes. Lass es in jeder Kirche Pfingsten werden, in jeder Stadt und in jedem Dorf. Herr, wir beten, dass das ganze Land erfüllt wird mit Glauben, der Berge versetzt. Wir beten, dass Vertrauen in Gott überall etabliert wird. Wir beten, dass ein Geist, ein mächtiger Geist der Heimsuchung Gottes unser Land erfüllt. Und die Ehrfurcht, die Heiligkeit Gottes unser Land heimsucht in Jesu mächtigem Namen. Spirit.
kann in meinem Geist sehen, wie überall das Feuer Gottes ausbricht. Das Feuer seiner Liebe, das Feuer seiner Kraft, das Feuer seiner Reinigung, das Feuer seiner Gnade. Überall, stell dir vor, in jeder Stadt, in jedem Dorf in Deutschland, in deiner Nachbarschaft, überall brennt es. Es ist so wunderbar, was passiert. Am Samstagnachmittag bin ich bei meinem Auto auf dem Parkplatz vor dem Haus, wo wir wohnen. Und da kommt ein Mann vorbei mit einem anderen Mann. Und die laufen an mir vorbei, 10 Meter, und dann dreht er sich um und sagt, ich kenne sie. Ich kenne sie. Und ich kannte ihn überhaupt nicht. Und dann sage ich, ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Doch, ich kenne sie irgendwoher. Ich kenne sie irgendwoher. Und dann sagt er, ich kenne sie. Als er ein bisschen nachgedacht hat, ich kenne sie von YouTube. Was ist YouTube? Ist Internet. Und dann sage ich, ja, vielleicht ist das möglich. Und dann sagt er, da gibt es eine Kirche in Stuttgart. Der kommt von außerhalb von Stuttgart. Und da habe ich sie in YouTube gesehen. Ich sage, wie kommen Sie dazu? Waren Sie schon mal hier bei uns im Gospelhof? Nein, nein, nein. Aber ich bin per Zufall da drauf gestoßen. Und dann schaue ich mir das immer an. Dann steht er mir gegenüber und sagt, wissen Sie was, ich lade Sie einfach jetzt ein in meine Kirche. Ja? Halbe Stunde Fahrt oder Viertelstunde, keine Ahnung, wie schnell er fährt. Kommen Sie ins Gospelhof. Schon wieder haben wir jemanden eingeladen. Das sind göttliche Begegnungen, wo der Heilige Geist einfach Menschen zieht. Ja, demnächst wird er hier sein. Vielleicht ist er jetzt gerade am Livestream dabei. Wenn, grüße ich Sie ganz, ganz herzlich. Wir leben in Revival Times. Glaubt das irgendjemand hier in dem Raum? Ja? Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus. It's Revival Time! Zeit, wo Gott etwas aufbrechen lässt. Zeit, wo Glaube freigesetzt ist. Guck mal, wenn so viele schon am Morgen zum Gebet hierher kommen oder auch im Livestream dabei sind, Tausende das später nachhören, das ist für mich ein Zeichen, es ist eine neue Zeit. Und möchte dich so ermutigen, dass du dich von Gott gebrauchen lässt. Seine Weisheit ist für dich da, wie für den Salomo. Und wir können sogar ein bisschen besser machen als der Salomo. Ja? Das Ende von unserem Leben kann besser aussehen als seins. Und ich möchte dir so sagen heute an diesem Tag, die Zeit ist leider schon vorbei, ich möchte dir sagen, der Herr ist mit dir. Du gehst nicht allein durch diesen Tag und durch diese Woche. Und egal, was dir begegnen wird, er wird mit dir sein. Seine Weisheit und Gnade und Kraft ist mit dir. Und der Messias, der Retter der Welt, lebt in dir. Christus in uns. Und das bedeutet, wir erwarten, dass herrliche Dinge passieren. Herrliche Dinge kommen auf dich zu. Und jetzt möchte ich dich noch einladen, wenn du von weiter her hier heute Morgen eingeschaltet bist. Du kannst Teil unseres Online-Campus werden. Geh auf unsere Webseite und da gleich oben Online-Campus kannst dich einklicken. Du kannst Teil von dem werden, was Gott hier tut gerade. Und wir laden dich herzlich dazu ein. Und du, der du jetzt heute Morgen dabei warst und alle hier im Saal, ich möchte dich segnen, dich einladen für Donnerstag. Da werden wir über die Psalmen hören, ganz spannender nächster Morgentau. Am kommenden Sonntag, ich freue mich schon riesig drauf, nach diesem letzten Sonntag, der so hammermäßig war, wieder hier in der Präsenz Gottes zu sein, sein Wort zu hören, ihn anzubeten, wozu wir geschaffen sind und zu erleben, wie Gott seinen mächtigen Arm bewegt. 9 Uhr und 11 Uhr, 11 Uhr auch am Livestream. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt Gottes Segen und einen ganz, ganz starken Tag. Amen.